Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon. Wir waren zuletzt in der Höhle. Und es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Deswegen muss ich erstmal reinkommen. Aber ich meine, wir hatten zuletzt ja den Fisch geholt. Und da ist auch wieder die Nixe. Und jetzt müssen wir zur Möwe. Weil die irgendwas hat, was wir wollten, ne? Ja, das war so. Ist sie denn die Möwe? War doch auch gar nicht so weit entfernt. Fliege ich jetzt in die falsche Richtung? Nein, da ist sie. So. Gucken, ob das jetzt klappt. Guck mal. Fehlende Seite und so. Kann das sein? Kann das sein? Hm? Geh mal weg. Wo ist denn jetzt das? Ja, wir gehen mal hier hin. Fisch ablegen. Ach so. Neuer Abschnitt, hole die Seite aus dem Nest. So, jetzt haben wir die schön abgelenkt. Ja, prima. Seite nehmen. Gib Bert die Seite. Tja. Hier ist ja gar nichts drin, die brütet ja nicht mal oder so. Ah, nur ein paar Federn. Okay. Der ist ja immer hier in der Nähe, der Bert. Das weiß ich noch. Kommt die Möwe hinterher? Ah! Ihr habt mich betrogen! Was ist hier mit... Hallo? Bertrand, was gibt's Neues? Weggewehte Seite. Hier ist die Seite, die der Wind davon geweht hat. Wir mussten eine angriffslustige Möwe ablenken, indem wir sie mit Fisch von den Goblins geködert haben. Ja, wir haben voll dafür gekämpft. Von ganzem Herzen will ich euch für diese Seite danken. Wahre Helden sagen, werden sie um eure Taten ranken. Sie hätten sich an ihrem Platz wahrlich verdient in meinem Werk, das sich alter Legenden bedient. Wir werden unsere Suche fortsetzen. Ja. Toll. Das war jetzt die zweite Seite. Die am Wasser und, die von der Nixe. Also das war jetzt einmal Wasser, Wind, war jetzt nicht noch irgendwas mit Feuer oder so? Boah, ich hätte mal eine alte Aufnahme gucken sollen. Weil, ja. Und das sieht so aus, als könnte man da bald durch. Vielleicht die Doofen hier. Die doofen Trollviecher. Oder wir lassen uns halt wieder, ja, beraten. Misch dich ja nicht ein. Der andere auch. Ja. Okay. Da sonst mal jemand helfen, wo wir wieder weiterkommen hier. Gucken wir mal, ob man hier noch was übersehen hat vielleicht. Kannst du uns helfen? Oder hat er uns das letzte Mal schon Fragen? Blabla, Seiten. Die Seiten eines Buches sind davongeflogen und ich muss sie auf jeden Fall finden. Hast du sie vielleicht gesehen? Hm, ich habe eine Seite gesehen, die aufs Meer geflogen ist. Wenn du Richtung Meer fliegst, kannst du sie ja vielleicht sehen. Hatten wir schon. Seite gefunden. Ich habe bereits eine Seite gefunden, die ins Meer gefallen war. Eine Nixe hat sie mir zurückgebracht. Ah, Nixen. Die Leute schwärmen so von diesen Nixen, aber sie alle erblassen neben deiner Schönheit, meine Liebe. Zumal du keine Schwanzflosse hast. Yeah, schön und gut, aber was ist mit den anderen Seiten? Da kann ich dir leider nicht helfen, aber vielleicht solltest du jemanden im Turm fragen. Von dort aus kann man die ganze Insel überblicken. Könnte ja sein, dass da oben gesehen haben, was mit deinen Seiten passiert ist. Okay, dann. Bitte weh. Da, Turm. Oberon! Oberon, ich will eine Seite finden. Oder halt die zwei Mäuse hier. Oder hier, da ist ja auch noch jemand oben. Wer ist hier nochmal? Vielleicht kann er ja helfen. Ah, es gibt Neues, Fragen. Schieß los. Seiten. Suche Seiten. Glaube, ich habe etwas gesehen. Ein weißes Ding, das geflogen ist. Ja, irgendeine Fee hat es sich dann geschnappt. Sie ist zum Turm geflogen, glaube ich. Aha. Aha. Dann danke. Hier, wisst ihr Bescheid? Ihr zwei? Da ist ja Alexis. Brauchst du vielleicht unsere Hilfe? Informationen.
Wir sind ganz Ohr. Abschied. Hat nicht geklappt. Dann hier oben. Irgendwo da oben. Ist eine kleine, fiese Fee. Guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. Coolio. Stiefel aus Erzept mit mittlerer Heiltrank. Das ist doch schon mal was. Stiefel? Ja. Habe ich schon. Erde. Was macht das jetzt hier? Nix? Aha, ja, dann belasse ich das so. Mhm, mhm. Okay. Wo ist er denn, der Typ? Kann er uns mal helfen? Wo sind denn seine Feen? Ihr scheint immer noch keinen zweiten Gefährten zu haben. Seid ihr auf keine geeigneten gestoßen? Nur eine Frage. Na, was denn? Nichts. Tschüss. Gut. Ganz, ganz oben vielleicht? Guck mal hier, kann man noch alles überblicken. Hier kann auch eine Fee hinflattern. Da ist das Nest. Eine Fee und dann weggeschnappt. Ist so eine kleine oder so eine wie wir jetzt oder... Oder what? Und dann zum Turm, so habe ich das verstanden. Oh Mann. Ist ja schon wieder doof, ne? So weit oben, schaut mal. Wir können die ganze Insel überblicken. Ja, die Frage ist, wohin? Vielleicht ja zum Strand? Zum Strand? Aber da waren wir ja schon, wegen Meer und so. Aber wir könnten mal die Viecher hier platt machen, oder? Können die nerven sowieso. Komm, wir stürzen uns ins Getümmel. Bisschen Action hier. Jawohl. Und nochmal. Goblin-Schamane. Offensiv. Einmal Tornado. Und normal war gut bei ihr. Und Tornado nicht. Bam. Noch einer. Ja, das wird nicht so schön. Du mal elektrische Ladung. Und normal. Nee, also Magie ist immer irgendwie nicht so gut. Deswegen bleiben wir mal bei normal. Ja, den haben wir jetzt gleich. Ich glaube, der macht nämlich mehr Schaden als die Kleinen. Aber drei Kleine sind ja auch schon, ne? Man muss mal ein bisschen skillen hier mit den actionreichen Kämpfen. Jawohl. Den hätten wir fast gehabt. Naja, das nächste Mal. Man muss mal so ein bisschen warten. Das finde ich ein bisschen nervig, aber... Könnte sich bei späteren Kämpfen ein bisschen hinziehen, glaube ich. So, der ist schon mal weg. Was haben die da eigentlich in der Hand, womit die kämpfen? Sieht immer aus wie so ein Wurm. Ja, ich ziehe mal einen Wurm. Hätte sie jetzt mal wieder schön den zweiten Hieb auf den nächsten Gegner gemacht, dann hätte man sich schon wieder eine Runde gespart. So. Das war's. Jawohl, Erfahrung erhalten 155. Das ist gut. Wer weiß, wozu uns das wieder nützlich ist. Aber wir suchen immer noch die Fee eigentlich. Da ist noch so eine Krabbe. So eine Seite, so eine Seite. Was ist das hier eigentlich? Ich verstehe nicht, was das hier ist. Das ist eine Flaschenpost halt. Eine Fee, dann weggeflogen. Können wir ihn dazu vielleicht fragen?
Wir sind auf der Suche. Okay. Vielleicht ist sie auch unterhalb des Turms. Oder können die beiden uns jetzt helfen? Weil Feen und so. Informationen. Hä? Okay. Nee. Wie soll der Mann? Probleme? Du siehst betrübt aus. Was ist passiert? Denen geht auch nichts. Sind Trolle. Sie haben mir irgendwie diese vielen Dummkopf haben meinen Samen gestohlen. Ohne meinen Samen kann ich auch nichts im Anfang, wenn ich ihn anpflanze. Okay. Ich habe Bammel, ihnen zu folgen können. Belohnung. Was würdest du tun, wenn ich mich für dich um sie kümmern würde? Natürlich, ich habe diese Tränke hier. Schauen, brauchst du nicht wirklich, weil ich nicht so oft antäuschte. Okay, ja. Halt die Tränke bereit, ich werde deine Samen zurückbringen. So, jetzt habe ich erstmal da den Quest angenommen. Ich dachte, den hätte ich schon längst angenommen. Die Frage ist nur... Die Elfen halt. Oder die eine kleine Fee. Jetzt weiß ich nicht, wo die ist. Aber dann kümmern wir uns mal hier um die Trolle. Hallo. Misch dich ja nicht ein. Nee, Samen hier. Her damit. Zuerst gibst du mir die Samen zurück, die du Senfsamen gestohlen hast. Ach ja. Ja. Er braucht die nämlich. Hör zu, wenn du mir jetzt die Samen gibst, kann er sie aussehen. Dann hat danach die Ente neue Samen. Und zwar viel mehr als jetzt. Das macht das Stehlen dann noch viel mehr Spaß. Also du willst damit sagen, dass wir jetzt brav sein sollen, damit wir später noch viel böser sein können? Ja, genau. Ich habe übrigens den perfekten Plan. Nimm einen Samen aus dem Sack heraus, dann bist du nämlich nicht nur böse, sondern auch noch ziemlich clever. Oh, das ist ja... Ja, wie das? Verwirren. Ist doch ganz einfach. Er denkt, dass du ihm alle Samen zurückgibst, aber das stimmt ja nicht, weil einer fehlt. Du bist also ganz schön böse, aber eben auch clever, weil er deinen fiesen Trick gar nicht bemerken wird. Klar, verstehe. Wir nehmen einen Samen raus und geben diesen dummen Gnomentrottel den Rest zurück. Mann, bin ich clever. Danke. Das ist wirklich genau, aber genug philosophiert. Ich muss jetzt los. Mach's gut. Ich habe 100 Erfahrungen dafür bekommen. Ja. YOLO. Misch dich nicht ein. Okay. Ja, guck mal, da freut er sich bestimmt. Das haben wir ja jetzt clever gelöst. Jetzt brauchst du auch nicht mehr weinen. Hier. Bring dir deine Samen zurück, bitte sehr. Du bist wirklich die Retterin in der Not. Ich muss sie gleich in die Erde stecken. Es wird höchste Zeit. Noch was? Gibt's sonst noch was? Nett, dass du fragst, aber das Segen kriege ich schon alleine. Moment, fast hätte ich vergessen. Hier liegen ein paar Tränke herum. Kannst sie als kleinen Dankeschön... Danke, die werde ich sicher gut gebrauchen können. Mach's gut. Ja, schön. Ich habe mir die Tränke jetzt nicht alle angeguckt, aber ich nehme an, wir brauchen sie alle sowieso in irgendwelchen Kämpfen. Wo ist denn jetzt die olle Fee? Kann ich das nochmal irgendwo nachlesen? Drachenei, hol die dritte Seite. Gib dich in die Hühner, bitte die Goblins um Fisch. Habe ich bitte mit dem Brunnen um Fisch. Gib den Forscher einen Heiltrank. Heile den Goblin. Ach so. Aha. Heile den Goblin. Gib dem verwundeten Goblin einen Heiltrank. Das, ja? Hat der dann irgendwie die Fee? Notizen. Mhm. Okay. Frage die Bewohner der besuchten Welten um Rat. Rekrutiere Bert. Hol die Seiten aus dem Turm. Bring die Seiten zurück zu Bert. Ja, Turm? Hole die Seite aus dem Turm. Wir haben doch nur einen Turm hier, oder nicht? Finde in der Stadt hier ein Stück Stoff. Finde in der Stadt, ja, okay. Sprich mit der Fee, die die Seite gefunden hat. Finde die Seite und repariere sie. Welche Fee? Und hier im Turm war doch nichts. Gibt's hier noch einen Turm? Das ist doch der einzige Turm. Fehlt da ein Kopf? Gibt's hier irgendwo einen Eingang? Ist das eine verschlossene Kiste? Nein, die ist offen. Eigentlich habe ich schon ziemlich viel hier abgegrast. Nur ein bisschen verwirrt. Weil Turm und so. Für mich ist das der Turm. Da kann man mal schneller hochfliegen, das nervt.
Ist da oben vielleicht noch was hier in diesem Licht? Hallo? Ach, guck mal hier. Was denn? Kann ich hier mit jemandem... Aha, wo ist denn hier eine Fee? Mitmachen, liebe der. Da ist die Fee? Guten Tag, was machst du hier? Da ist nämlich jetzt eine. Krass. Besuch. Ich bin auf Besuch hier. Erst vor kurzem bin ich aus dem Tiefschlaf erwacht. Ah, du bist es. Jetzt verstehe ich. Kann ich dir helfen? Seiten? Ich habe gehört, dass du eine Seite aus dem Buch gefunden hast. Du meinst den Fensterpapier, der hier herumlag. Ist das die Seite, von der du sprichst? Ich habe sie aufgehoben. Geben. Kann ich sie bitte haben? Sie stammt aus Berts Buch und der will sie unbedingt zurückhaben. Das Problem ist, ich habe sie zerschnitten, um ein neues Kleid daraus zu machen. Wie bitte? Zerschnitten? Das wäre schrecklich. Was soll ich jetzt nur tun? Bert will sie mir nur dann anschließen, wenn ich ihm sein vollständiges Buch bringe. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste nicht, dass die Seite jemandem gehört und dachte, dass man sie einfach weggeworfen hätte. Vielleicht kann man das Ganze wieder zusammennähen, aber ich weiß nicht wie. Hier hast du die Seite jedenfalls. Danke sehr. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich diese Seite wieder zusammennähen kann. Aha. Ja. Auf einmal ist hier mal so eine Fee gewesen. Auf einmal. Können wir noch mehr mit ihr quatschen? Avalon. Was kannst du mir über die Insel erzählen? Avalon liegt im Zentrum des Königreichs Faerie und beherbergt den königlichen Hof. In letzter Zeit komme ich nicht mehr viel auf der Insel herum. Mein Posten befindet sich hier. Ich kann da nicht wirklich helfen. Aha. Du siehst so aus, als ob du Hilfe brauchst. Kann ich was für dich tun? Was ich brauche, ist ein warmes, weiches Bett für die Nacht. Eine Krabbenschale wäre perfekt. Aber ich selbst kann leider nichts machen, denn die Scheren der Krabben jagen mir große Angst ein. Dennoch muss ich immer wieder an ihre tolle Schale denken, auch wenn ich weiß, dass ich keine Chance habe. Krabben. Vielleicht könnte ich mich um die Krabben kümmern für eine entsprechende Gegenleistung. Würdest du das für mich tun? Wenn du mir eine weiche, bequeme Krabbenschale bringst, gebe ich dir eine reizende Krone, die ich gefunden habe. Ja. Sehr gut, schon bald stehst du in deiner eigenen Krabbenschale. Cool, töte eine Krabbe. Ja, das ist ja dann wohl die, die am Strand ist. Und wie können wir die Dingens reparieren? Ja, egal. Wir töten jetzt erstmal die Krabbe. Krabbenschalen. Quest. Wie krieg ich denn jetzt da? Sehr schön. Was ist mit ihm denn los? Gehen die aber ab hier. Bäm. Krabbenpower. Okay, dann... Was? Der stirbt doch jetzt, oder? Ja. Okay. Sie ist geschwächt. Das ist nicht schön. Aber der steckt nicht so viel ein. Den haben wir so mit zwei Hieben hinbekommen. Sehr gut. So, jetzt kommen die Krabben. Auf die kommt's an. Leute, auf die kommt's an. Ausgewichen. Mach mal Offensive. Ja. Ein bisschen Magie schadet bei denen schon eher. Ja, super. Unsere Leute weichen jetzt auch langsam mal aus. Das finde ich ja gut. Ja, sehr gut. Die musste dran glauben. Geschwächt. Nochmal drauf. Ausgewichen. Yay. Ja, so soll es sein. Cool. So, 145 Erfahrung. Fertigkeits- plus 1. Maximale Aktionspunkte plus 5. Cool. Jetzt können wir uns killen. Wir können uns killen. Können wir das machen, jetzt wie wir wollen? Oder wie? Oder was? Wähle eine Verwandlung aus. Benötige Fertigkeit Feuerball. Benötige elektrische Ladung Stufe 1. Mach ich Beine? Beine. Kriegen wir wieder so tolle Tattoos, die total hübsch sind.
Intelligenz, Konzentration. Nee, nee, warte mal. Beine oder, also wir haben erhöhte leicht, also Konzentration erhöht leicht die Wahrscheinlichkeit von entsprechenden Wirkungen deiner Angriffe, entzünden, betäuben oder erhöhte Reflexe, Geschwindigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit zu Beginn des Kampfes zuerst an die Reihe zu kommen. Erhöht leicht die Wahrscheinlichkeit von entsprechenden Wirkungen deiner Angriffe. Zünden, betäuben. Ja, also entweder ein bisschen mehr Schaden oder Schnelligkeit, ne? Ich nehme mal die Intelligenz. So. Das mache ich mal. Ja, ich bestätige das. Was haben wir hier jetzt? Können wir da noch irgendwas ändern? Nee, ne? Okay, wir sind da jetzt Stufe 6 und wir haben auch gar keine Fertigkeitspunkte mehr. Dann super. Jetzt können wir die ihr da bringen wieder. Wo ist sie denn? Da. Da bist du ja wieder. Kann ich dir helfen? Hier. Ich habe, wonach du gesucht hast, eine astreine Krabbenschale. War nicht ganz einfach, an das Ding ranzukommen. Ich hoffe, sie hat die richtige Größe. Die Größe ist perfekt. Sie müffelt zwar ein bisschen, weil sie noch frisch ist, aber das kriege ich schon irgendwie weg. Als Dank für deine Mühen will ich dir eine Krone schenken. Ich brauche sie nicht. Sie müffelt ein bisschen. Danke, auf bald. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt eine Krone bekommen. Ach, das ist ja cool. Die ist natürlich auch schön. Erhöht die Effektivität deiner Feuerzauber. Bonus bei kompletten Set verdoppelt. Ja, aber wir haben ja im Moment eher das andere. Da haben wir dann mehr Power. Aber es ist schön. Schön, schön, schön. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Seite reparieren. Und beim nächsten Mal können wir dann uns freuen. Vielleicht können die uns ja helfen. Ja, komm, wir sind ganz Ohr. Seite zusammennähen. Suche jemanden, der diese Papierfetzen wieder zu einer Seite zusammennähen könnte. Arachne hilft dir da sicher gerne. Sie kann wahre Wunderdinge mit einer Nadel vollbringen. Ihr Haus findest du im Dorf, im Zentrum der Insel. Danke. Ist das nicht diese eine? Die da? Dann machen wir das noch eben schnell. Komm mal her. Hier, geh mal da durch. Da, Arachne, genau. Hallo Alexis, kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe diese Seite aus einem Buch gefunden, aber sie wurde von einer Fee zerschnitten. Kannst du sie für mich wieder zusammennähen? Eine Seite zusammennehmen, nichts leichter als das. Wirst du lange dafür brauchen? Nein, schau, ich bin schon fertig damit. Gut, die Nähte sind noch zu sehen, aber man kann die Worte lesen und darauf kommt es ja an. Vielen Dank. Cool, und das hat die einfach so gemacht. Juhu. Na denn? Fertig. Fertig, fertig, fertig. Seite. Coolio. Was gibt's Neues? Eine Fee hat diese Seite gefunden, sie für ein Kleidungsstück verwendet. Wir mussten die Schneiderin Arachne bitten, sie wieder zusammenzunehmen. Liebe Freunde, euch allein gebührt mein Dank. Mir fehlen die Worte, denn Freude benebelt meinen Verstand. Mit Lorbeer würde ich eure Häupter schmücken, als Zeichen der Ehre euren Stolz entzücken. Euren Platz habt ihr euch redlich verdient, in der Ruhmeshalle, wie es sich für Helden geziemt. Mit diesen drei Seiten ist mein Werk wieder heil. Nun kann ich euch folgen, ist der Weg auch noch so steil. So viel erwarten wir gar nicht. Komm einfach mit zu Oberon, unserem König. Er hat sich einen Besuch, erbeten, bevor wir aufbrechen. Oh wehle, Freunde. Meine Brüder kommen wieder. Hass erfüllt rufen sie Blitz des Zorns hernieder. Sie kommen, um mich zu erfüllen mit Pein, weil ich einst beschlossen, ein Denker zu sein. Da hast du ja ganz tolle Wichte zum Lesen angelacht. Ich sehe schon, du hast deine Lektion immer noch nicht gelernt. Diesmal wirst du es bereuen, jemals in deinem kümmerlichen Leben ein Buch angefasst zu haben. Du bist eine Schande für alle Trolle. William, lieber Bruder, geh mit meinen Freunden nicht so hart ins Gericht. Dein Hohn rächt sich sonst sehr bald mit einem Schlag in dein Gesicht. Du hast mein Leben verwandelt in Schmerzen und Pein. Als nächstes bist du dran, denn Strafe muss sein. Ja, immerhin benimmst du dich jetzt wieder wie ein echter Troll. Dann mögen das Trollchaos beginnen. So, und dann können wir angreifen. Das machen wir beim nächsten Part mit Fairy Legends of Avalon. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.